Ich habe Ihnen also jetzt ja gerade versprochen, dass ich Ihnen so etwas wie ein Endergebnis nach 51 Jahren Wissenschaft dieser Professoren erzählen möchte, was die herausgefunden haben. Und ich sage jetzt mal ganz pragmatisch, eine von 20 Reformen, ich greife jetzt einfach mal willkürlich die Gesundheitsreform raus, weil die das schön veranschaulicht und wie wir damit sogar das Klimaproblem lösen können. Erstmal geht es darum, Geld zu generieren, denn alle Transformationen im Klimabereich kosten uns viel Geld. Schon ein Kohlekraftwerk stilllegen ohne Entschädigung geht in Deutschland nicht, es sei denn, wir wollen enteignen und da wird es keine Mehrheit für geben in Deutschland, denke ich. Zum Beispiel stellen Sie sich jetzt vor, Gesundheitsreform, mein Hausarzt hätte jetzt da seine Praxis und er würde mir spaßmachende Gesundheitskurse, Ernährungskurse, Sportkurse, so ein Gesundheitsclub, so ein Health Club mit Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten darstellen. Ältere Leute würden aus ihren Häusern wieder rauskommen und wieder nette Menschen treffen. Man diskutiert, man spricht über gesünderen Lebensstil und so weiter. Die durchschnittliche Krankenrate in Deutschland geht etwas runter. Wir sparen jedes Jahr, der Präsident des Allgemeinen Patientenverbandes, der Arzt Christian Zimmermann, schätzt 70 Milliarden können wir locker jedes Jahr einsparen durch eine sinnvolle Gesundheitsreform. Und davon brauchen wir viele Gelder, um viele zu entschädigen, vielen in diese neue Welt hineinzuhelfen. Aber 60 Milliarden können wir fürs Klima verwenden. Da können wir etliche Kohlekraftwerke kurzfristig stilllegen. Und das Ziel der Professoren ist Kohlestopp 2026. Wir können die erneuerbaren Energien hochfahren, Batteriespeicher, Wasserstoffspeicher, Zwischenspeicher und so weiter. Was halten Sie von diesem Grundansatz? Wo sehen Sie wissenschaftliche Schwachpunkte oder worüber müssen wir sprechen, bis es einleuchtend wird? Ich weiß gar nicht, ob ich da der richtige Gesprächspartner bin, weil ich bin ein bisschen radikaler in solchen Fragen. Ja, ja. Ich finde, man kann an ganz vielen Stellen ansetzen, ja, aber ja. Das wären immer nur Reförmchen. Und für mich ist unweigerlich mit der Frage des Schutzes des Planeten verbunden, die Frage, wie wollen wir leben, und mit der Frage, wie wollen wir leben, ist für mich verbunden vor allem auch das gesamte Wirtschaftssystem. Und also die grundsätzliche Kapitalismusfrage, dann sprechen wir da genau darüber jetzt. Deswegen, jedes Gespräch ist anders. Und wo sehen Sie den Grundbaufehler des Kapitalismus? Als Grundbaufehler des Kapitalismus mache ich aus, dass er genauso wie das, glaube ich, als parodistisch gemeinte Monopoly-Brettspiel aufgebaut ist. Ja. Es ist darauf aufgebaut, dass es halt eine bestimmte Menge Geld gibt. Das wird dann mal ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, je nachdem, wie das gerade entschieden wird. Aber das Prinzip bleibt immer das Gleiche. Es gibt eine bestimmte Menge Geld und eine bestimmte Menge an Menschen. Und die streiten sich alle darum. Ja. Und es gibt kein Limit nach oben. Also es gibt nicht sowas wie ein bedingungsloses Maximalvermögen. Und das ist dann völlig logisch, dass die, die mehr Geld und mehr Einfluss haben, sich dann auf Dauer das Geld schnappen. Und wie dieses Geld verdient wird, und ich glaube, das ist die Richtung, in die Sie ja gehen wollen, ist ja völlig wurscht. Und das ist natürlich sowohl für die Menschen als auch fürs Klima schlecht. Da sind wir uns jetzt einig, berühren wir uns sozusagen, da berührt sich die Spitzenwissenschaft sozusagen mit der Kapitalismuskritik. Denn ich habe es früher natürlich auch Marx studiert und alles, ja. Aber die Kapitalismuskritik, da sind wir uns schon mal jetzt gerade einig gewesen, dass es völlig egal ist, woher ein Konzern Geld holt, ob er es über Kriegsförderung und Kriegstreiberei mit Waffenindustrie holt, ob er es durch Überzuckerung der gesamten Nahrung holt und die ganze Gesellschaft und die ganze Welt zuckersüchtig und kaufsüchtig und konsumsüchtig macht. Alles egal, Hauptsache der Profit lässt sich steigern. Das ist ein Baufehler, das ist ein grundsätzlicher Baufehler im System. Jetzt ist natürlich der Punkt, sehen Sie dieses, das würde man jetzt nennen wissenschaftlich das Anreizproblem, dass es sich um Fehlanreize handelt, die die ganze Wirtschaft dahin lenken, die Erde zu plündern und die Menschen zu plündern und die Gesundheit der Menschen zu plündern. Und alles, Krankheit bringt Geld, also ist Gesundheit eigentlich gar keine gewünschte Größe in einer Gesellschaft, denn von was sollen sonst die Pharmakonzerne ihren Gewinn erhöhen? Dazu müsste es mehr Kranke geben.
Aber sehen Sie in diesem Anreizproblem, die Professoren unterscheiden sich jetzt von der geläufigen Kapitalismuskritik an einem Punkt. Sie sagen, das Anreizproblem oder das Fehlanreizeproblem ist das Zentralproblem des Kapitalismus. Sie haben aber eben schon angedeutet, dass auch so etwas wie der Reichtum anderer Menschen für Sie auch ein Problem ist. Das ist dieses Reichtumsfrage. Der Reichtum anderer Menschen ist für mich gar kein Problem. Das klingt jetzt auch so ein bisschen, wenn ich das mal auf Mediendeutsch übersetze, oh, der hat was gegen reiche Menschen und ist vielleicht sogar neidisch. Nein, gar nicht. Sie dürfen alle ganz viel Geld haben. Ja. Nur, wenn Sie uns nützen würden. Wenn Sie uns nützen würden. Das Problem ist, dass durch die Frage der Organisation, also dass ich das wie Monopoly organisiere und es einfach nur darum geht, Geld zu verdienen, wie Sie es gerade gesagt haben, dass es dadurch passiert, dass die Leute sich nur fragen, wie kann ich Geld verdienen, und dann geraten wichtige Fragen, wie möglicherweise, hey, was passiert denn, wenn jetzt das mit den CO2-Sachen und so weiter immer schlimmer wird, in den Hintergrund. Und ich sehe... Die sind ja sogar dann uninteressant, weil da nicht zu erkennen ist für die Wirtschaft, wie sie auf diesem Weg jetzt schnell viel mehr Shareholder-Value, wie sie höhere Dividenden an die Aktien, denn die Aktionäre sind ja letztendlich bei den großen Konzernen das, worum es geht. Der Aufsichtsratsvorsitzende ist ja eine Dienstmagd der Aktionäre, und die Aktionäre sagen, wir wollen höhere Dividenden und unser Kurs soll steigen. Ja? Und wenn sie das nicht hinkriegen, kriegen sie einen Tritt von uns in den Hintern und fliegen raus. Ja? Und das weiß jeder Aufsichtsratsvorsitzende, also versucht er Geld zu machen, kurzsichtig Geld. Und jetzt aber der Lösungsansatz der Professoren ist ja trifft ja genau an dieser Stelle zu. Der sagt, lieber Hausarzt, Sie sind auch ein Unternehmer. Ihr Unternehmen kriegt eine neue Lenkrichtung. Sie werden befreit von allem Papierkram, der bis jetzt 50% Ihrer Arbeitszeit geschluckt hat, und können in der frei werdenden Arbeitszeit Gesundheitsförderungskurse machen. Jetzt heißt es dann, liebe Aktionäre der Pharmaindustrie, ihr werdet dann feststellen, leider, dass der deutsche Markt an Medikamenten etwas zurückgeht. Wir werden euch aber entschädigen und werden euch über diese Transformation, ihr müsst als Aktionäre natürlich ganz klar dann sagen, liebe Pharmaindustrie, wir müssen jetzt für Deutschland, für den deutschen Markt, uns überlegen, was wir tun können an mit Comedians angereicherten, hochwertigen Gesundheitsförderungskurse, die wir dann an die Ärzte anmieten, ja, die wir dann an die Ärzte vermieten, womit die dann wieder aus den letzten Löchern auch den letzten Uninteressierten an dem Gesundheitsthema rausholen. Oder dass ihr die Böden entgiftet, Monsanto quasi Bodenentgiftungsmedikamente entwickelt. Also wir helfen euch finanziell über diese Kurve, die wir ja alle dann kriegen müssen, hinweg. Und ihr werdet in Zukunft zu Gesundheitsförderungskonzernen. Ja? Was halten Sie von diesem eigentlich? Die Professoren sagen nämlich, damit ist erstmal das Grundproblem des Kapitalismus, wäre dadurch gelöst. Ich denke nicht, dass das Grundproblem des Kapitalismus dadurch gelöst ist. Ja. Ich halte das kurzfristig pragmatisch für sinnvoll, dass man das über den Markt regelt. Ja, ja. Mir ist allerdings wichtig, das habe ich gerade gesagt, lieber nicht filmen, weil dann ich habe da eine sehr klare und sehr extreme Position, die da lautet, man muss eigentlich die ganze Idee ändern, wenn nicht sogar abschaffen. Das heißt, wir müssen eigentlich dahin kommen, dass wir uns fragen, wie kann ich eine Gesellschaft machen, ohne dass es um Gewinnmaximierung geht. Und es geht nur über zwei Sachen, denke ich. Und jetzt, das ist eben der Punkt, warum ich nicht weiß, ob ich für Sie, für Ihre Zwecke dann ein guter Interviewpartner bin. Das geht sehr in die politische Richtung. Ja. Ich bin der Meinung, es muss einmal ein bedingungsloses Grundeinkommen geben, und zwar global. Darüber sprechen wir auch intern, die Professoren sprechen. Achtung, das alleine funktioniert es nicht, weil wenn alle immer mehr verdienen und einer das Mindeste hat, ich kann mir nicht vorstellen, woher das Geld kommen soll. Ja. Ich glaube, es muss gleichzeitig auch ein bedingungsloses Maximalvermögen geben. Ja, ja. Und der Schwerpunkt liegt hier eben auf Vermögen. Das heißt, ich schaue mir in gewissen Abständen an, wie viele Leute ein Vermögen haben. Und wenn dann dieser Maximalsatz, der festgelegt würde, man könnte zum Beispiel sagen 10 Millionen Euro an Vermögen, also kann man eben nicht mehr seine Villa oder seine 10 Sportwagen haben, sondern muss sich dann möglicherweise für eins entscheiden. Ja, man kann immer noch. Wie sehen Sie die realpolitischen im Moment, die realpolitischen Mehrheitsverhältnisse in der Gesamtgesellschaft für diesen Vorschlag?
noch nicht gegeben. Und das liegt daran, dass nicht darüber diskutiert wird. Und ich glaube aber, es ist wichtig, dass ich diese Position vertrete in Diskussionen, weil umso extremer die Position ist, die man vertritt, desto größer wird die Spannweite und der Raum für Diskussionen und desto schneller geht ein Kompromiss voran. Und deshalb halte ich allein schon die Frage, dass jetzt ohne ein bedingungsloses Maximalvermögen um ein bedingungsloses Grundeinkommen diskutiert wird, für sinnvoll, auch wenn es allein natürlich und nur in Deutschland wahrscheinlich weder funktionieren wird noch sinnvoll ist. Ja. Wir haben einen Professor dabei, hier von aus der Köln, der also nein, Butterwege haben wir leider nicht dabei, aber wir haben einen anderen Professor, der 1250 bedingungsloses Grundeinkommen vorschlägt. Das wird intern rege diskutiert und so weiter. Wir haben auch andere Modelle, ein sehr kleines, aber schon mal diese Grundangst im Leben neben das Grundeinkommen. Jetzt gibt es nur, die internen Diskussionen sind so, dass niemand uns garantieren kann, wir haben einen Professor Panse dabei, der zum Beispiel in seinen Büchern von der gesunden Angstanteil, quasi vom gesunden Angstanteil spricht und der sich einfach Sorge macht, wenn wir durch das kleine bedingungslose Grundeinkommen würden wir schon eine völlig angstfreie Existenz erzeugen. Das ist also, dass einem Menschen nichts mehr passieren kann. Der hätte sogar kostenlosen Rechtsschutz da drin in dem kleinen bedingungsloses Grundeinkommen und so weiter. Und er hätte immer zum ersten des Monats schon alles auf dem Konto und er hätte wir hätten sowieso eine Garantie auf freies Wohnen, ja, also Wohnrecht. Und so weiter. Also das Wohnungsamt ist eines der wenigen Behörden. Alle anderen werden gesund geschrumpft, aber das Wohnungsamt wird ausgebaut, weil das Recht auf Wohnung kommen muss, aber auch die Pflicht auf Wohnung. Wir wollen keine verwahrloste Gesellschaft mehr. Und da stellen sich aber so die Fragen, Professor Panse würde jetzt die Frage stellen, sind Sie sich absolut sicher, dass die menschliche Motivation, aktiv zu werden, wirklich durch das bedingungslose Grundeinkommen befreit wird und dann so richtig die Menschen aktiv werden, weil sie nicht mehr schikaniert werden und nicht mehr kontrolliert werden und so weiter, sondern sich entfalten? Oder könnte es nicht sein, dass sie doch tatsächlich auf der Couch einschlafen mit dem Bier in der Hand und der Zigarette in der anderen Hand? Sind Sie da absolut sicher? Ich würde diese Frage gerne in zwei Antworten aufsplitten, wenn ich darf. Und zwar einmal die Frage an meiner Erfahrung. Ja, ich bin mir sicher, ich habe mal ein Jahr lang wirklich nichts gemacht. Mir war so langweilig, ich habe dann angefangen, als Pädagoge zu arbeiten. Und also ja, früher oder später schon. Ich kann mir aber auch durchaus vorstellen, dass es Menschen gibt, die so deformiert sind charakterlich, dass sie es einfach nicht mehr schaffen. Ich glaube, dass gerade in unserer aktuellen... Sie sind auch ein neugieriger Mensch. Sie haben sich gelangweilt. Vielleicht sind andere Menschen gar nicht ganz so neugierig wie ich zum Beispiel. Jetzt würde ich aber gerne auf den zweiten Punkt kommen. Und das ist der, wie sind Menschen jetzt und wenn wir wie können Menschen sein? Und jetzt würde ich zustimmen, dass es möglicherweise schwierig sein könnte, obwohl ich glaube, dass ganz viele Menschen ganz viel Potenzial haben, über das sie noch nicht mal nachdenken, weil sie den ganzen Tag damit beschäftigt sind, oh je, wie kriege ich dieses oder jenes Problem gelöst? Wie muss ich die Formulare beim Arbeitsamt ausfüllen, mit denen ich genervt werde? Genau. Ich finde es toll, dass Sie mal Beispiele bringen, das ist sehr gut. Man muss in Beispielen arbeiten im Medien. Sorry. Ja, und genau, die andere Frage ist eben, wie können Menschen werden und da bin ich überzeugt davon, auch weil ich es halt studiert habe, dass... Was haben Sie studiert? Lehramt. Ich bin jetzt... Ja, ich komme von der Psychologie hier, Psychotherapie, Psychoanalyse. Super. Ja, wir hatten auch Psychologie, also wir hatten ja die Grundfragen in allem und das ist eben eine Sache, die ich da mitgenommen habe aus dem Studium. Ich denke, jeder Mensch kann es, je nachdem, wie er lernt und wenn er einigermaßen angstfrei aufwächst, dann denke ich, dass immer mehr Menschen immer mehr Zeit und Möglichkeiten hätten, darüber nachzudenken, was sie eigentlich wollen, was, glaube ich, ein Grundproblem auch dieses Kapitalismus ist. Denn ich denke, dass die Eltern schon so panisch sind, das ist jedenfalls auch das, was ich erlebt habe und das, was ich in ganz vielen Dokumentationen gesehen habe und so weiter und wir natürlich auch an der Hochschule darüber gesprochen haben. Ich denke, dass ganz viele Menschen, Eltern Angst haben, oh je, jetzt muss ich dem Kind mal Druck machen. Und wir haben Kinder natürlich überhaupt gar keine Zeit mehr, darüber nachzudenken, was sie wollen. Ja, und genau, es bedingt natürlich auch eine Reform des Schulsystems zu einer... Habe ich gerade gestern ein Video wieder von einem, nicht dem Professor Gerald Hüther, sondern von einem Michael Hüther gehört, der sagt, dass unser ganzes Schulsystem uns alle krank macht und eigentlich die Kinder sich nicht selbst suchen lässt, das, was sie interessiert und woran sie Leidenschaft haben und was sie machen wollen in dieser Welt und so weiter. Da sind wir uns sicherlich einig. Aber abschließend zu diesem Unterkapitel.
ist es so, sie sind sich auch nicht absolut sicher, denn die Professoren wissen fast alles, aber an dem Punkt sind sie total unsicher, ob nicht schon so ein kleines, aber total die Angst nehmendes bedingungsloses Grundeinkommen nicht auch eventuell bei manchen Menschen oder bei vielen Menschen vielleicht doch eine negative Wirkung haben könnte. Aber das können wir eben nicht endgültig beantworten. Ist aber eine interessante Fragestellung. Unbedingt will ich dazu noch anmerken, man kann generell nie etwas ich habe halt noch ein Philosophiestudium dazu gemacht und Sie merken, jetzt wird es schwierig bei mir im Kopf. Philosophie habe ich auch. Aber was mir noch wichtig ist zu sagen, wie viel negativer können denn die Auswirkungen noch sein? Also Sie müssen ja nur einmal irgendwie durch Köln laufen, da sehen Sie ganz viele Obdachlose, die auf der Straße schlafen. Ich meine, also dass dieses System indiskutabel ist, sind wir uns einig. Also was sollen denn da, also was kann denn dann Schlimmeres sein? Also wir können es doch nur besser machen, von daher da über negative Auswirkungen jetzt nachzudenken, halte ich für absolut. Aber das würden wir schon durch das Recht auf Wohnung und Pflicht auf Wohnung würden wir das schon erreichen, dass kein Mensch mehr unbetreut bleibt, sondern begleitet wird und ihm geholfen wird, wie der sich in eine Wohnung, vielleicht in eine kleine ehrenamtliche Tätigkeit hineinzufinden und so weiter. Dafür würden wir so ähnlich wie der Arzt Prämien kriegt nämlich in Zukunft der Arbeitsamtmitarbeiter und der Sozialarbeiter, kriegt er ein Grundgehalt und dann fürstliche Prämien für jeden, den er quasi wieder untergebracht ist. Und wenn es nur eine Wohnung und eine kleine ehrenamtliche Tätigkeit ist, es muss ja nicht gleich eine voll bezahlte Arbeit sein. Da gibt es natürlich mehr Prämien dann, ja? Und so weiter. Es ist systemimmanent eine gute Idee, weil man natürlich über den Markt und über diesen gleichen Anreiz, den der Kapitalismus bietet, die Leute konditioniert. Auf lange Sicht würde es aber natürlich dahin führen, dass die Leute einfach nur gucken, wie kann ich die Leute jetzt so manipulieren, dass die jetzt in ihrer Wohnung bleiben. Und deshalb, das ist das Problem, was ich habe. Ich muss die extreme Sicht vertreten. Ich habe nämlich das Gefühl, das machen nur ganz wenige. Ich finde es aber natürlich, das ist der nächste Schritt, was Sie da vorschlagen. Ja, klar. Also ich fasse dieses Unterkapitel zusammen. Wir müssen nämlich auch noch auf das andere wichtige Kapitel zusammen, dass wir da sehen, dass es da noch keine endgültige Klarheit bei diesem Thema gibt. Was wird dann passieren? Wir sollten es vielleicht mal einfach ausprobieren irgendwie. Man müsste es eigentlich erproben. Ja? Ja, es kann nur besser werden. Ja, das ist wäre auf jeden Fall ein Versuch wert. Das Problem ist nur, wenn man sowas macht, muss man es eigentlich gleich lebenslang machen, sonst hat das ja gar keine psychologische Wirkung. Sie können ja sich nicht auf etwas verlassen, wenn dann gesagt wird, nach ein paar Monaten wird das wieder gestoppt. Wenn, dann müssen Menschen wirklich ganz angstfrei werden und das für lebenslang bekommen. Vielleicht muss man eine bestimmte Region oder eine Stadt oder was, da muss man es einer bestimmten Personenzahl lebenslang garantieren. Auch wenn es dann nach hinten losgeht, müssen sie sich darauf verlassen können. Verträge müssen pacta sunt servanda, Verträge müssen gehalten werden. Nur dann kann das auch wirken. Ja, ein lebenslanges Probeprojekt für Stadt Köln. Oder für 100.000 Bürger oder für zwei und gucken, was mit denen geschieht auf Dauer. Das würde ich befürworten. Das würde ich auch befürworten. Ich würde allerdings noch dazu sagen, dass man sich auf keinen Fall dann auf irgendeine Endgültigkeit berufen sollte, weil da sich dann eben wieder die Gefahr hat, das werden dann, wenn irgendwas schief geht, Leute sagen, oh, jeder hat das und das nicht geklappt. Aber das Problem ist ja, man kann ja nicht in einer Generation die ganzen Probleme, die psychologischen Probleme und den Ballast der vorigen Generation abwerfen. Und Unsicherheit. Man sollte es vielleicht auch mal für zwei Generationen machen oder so, denn die Finnen hatten ja wohl mal ein Experiment gemacht, wo ich als Wissenschaftler auch sagen würde, so können sie nicht feststellen, ob es was bringt oder nicht, weil wenn sie das nur so und so machen, dann haben sie keine, sie brauchen ein klares wissenschaftliches Konzept, wie es wirklich zu auch einem vielleicht psychologischen Gesundungsprozess bei den Menschen kommen könnte und so weiter. Ja. Ja. Und jetzt aber zu dem anderen Thema. Also das haben wir jetzt erschöpfend behandelt. Ich habe in Ihnen auch so etwas gesehen, bis jetzt in Ihren Äußerungen. Ich sage es mal ganz hart, die Professoren würden sagen, da wir aus DNS gebaut sind, steckt in uns ein unlöschbarer, sogenannter gesunder Egoismus drin, denn unsere Gene neigen dazu, leider fatalerweise daran scheitern. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der wohl auf einen Sozialstaat Erde hinauslaufen würde in seinem Konzept, das Bandbreitenmodell. Sozialstaat Erde klingt gut, aber... Bandbreitenmodell.
Da sehen jetzt aber die Wissenschaftler das Problem, dass eben dieser genetische Egoismus eigentlich immer, auch wenn wir zum Beispiel Bonobos erforschen, ja, Professor Franz De Waal, Bonobo-Forscher, und feststellt, ja, die praktizieren ja Make Love Not War, das sind ja regelrechte matriarchale Hippie-Affen, das ist ja bei denen sozusagen, und auch wenn wir in der Forschung es für möglich halten, dass der Homo erectus, also vor 400.000 Jahren, eigentlich die nochmal viel friedlichere, viel kooperativere, viel liebevollere Variante, Savannenvariante des Bonobos war und ist, denn die Gene stecken ja großteils noch in uns, so schnell wird ja nicht der gesamte Genbestand einer Art umkonstruiert durch Mutation und Selektion, dass auch wenn wir noch so friedlich leben, auch in diesen Bonobo-Gruppen oder Homo erectus-Gruppen, wird es immer so gewesen sein, dass ein Mann, ein Bonobo-Mann, der alles den Frauen und Kindern schenkt, was er an Fruchtbäumen findet, macht das aber nicht ohne Eigennutz. Er schenkt den Frauen und Kindern alles, damit er von denen anerkannt, geschätzt, geliebt, geachtet wird und eine statistisch größere Wahrscheinlichkeit hat, der Vater des nächsten Kindes in der Gruppe zu werden. Und das ist dieser Genegoismus, der durch nichts ausrettbar ist. Die Professoren sagen, also ich schließe das gerade ab, Professoren sagen, eigentlich hat jeder Bonobo und jeder Homo erectus vor 400.000 Jahren, also unser Urgroßvater, unsere Urgroßmutter, aber unser, vor allem jetzt, ich bin ja jetzt auf dem Urgroßvater, eigentlich ein Ziel, dass möglichst alle Kinder der Gruppe nur seine DNS weiter in die Zukunft tragen. Und wenn die anderen auch ein erfülltes Liebesleben haben, aber die Kinder sollen von ihm sein. Und dieser Genegoismus, dass er also versucht, viele Geschenke an die Frauen und Kinder zu geben, ohne finanzielle Interessen, was damals ja gar keine Rolle spielte, weil wir noch vor der Erfindung des Tauschhandels sind, vor 400.000 Jahren, dass da eben dieser Genegoismus sagt, alles für meine Gene und alles für meine Kinder und dafür ruhig alles liebevoll, sanft, kooperativ, ohne Rivalitäten, ohne Rivalenkampf, alles sanft und friedlich. Aber Wettbewerb, ja, denn ich will, dass am meisten Kinder von mir sind, sagt der einzelne Bonobo und einzelne Homo erectus, ohne dass er das bewusst denken muss. Er ist einfach genetisch so programmiert, als ob er sich das denken würde. Ja? Und diese Programmierung verträgt sich nicht mit einem Sozialstaat Erde, weil irgendwo die Menschen schon jetzt ja schon anfangen zu meckern. Ich zahle so viel Steuern und dann gibt es Leute, die leben auf meine Kosten und dann bald muss ich noch die Italiener und die Griechen und die Spanier, das ist nämlich Professor Sinn, kennen Sie Professor Sinn? Gehört? Ich habe jetzt gerade ja. Ein Problem. Ja. Also ich mache nur den Satz zu Ende. Was sagen Sie also dazu, dass die Wissenschaftler sagen, als Spitzenbiologen, wir können nichts umsetzen, was diesen genetischen Egoismus der DNS zuwiderlaufen würde, weil da kriegen wir die Menschen nicht dafür. Ich denke, dass es sehr schwierig ist, Zukunftsprognosen daraus hervorzuleiten, dass man die weit zurückliegende Vergangenheit beobachtet. Ich denke auch, dass es diesen genetischen Egoismus gibt. Ich denke allerdings, dass es von den Menschen selbst und von den Bedingungen, unter denen sie aufwachsen, abhängt, wie der sich entwickelt. Ich sehe bei einigen Menschen, die ich kenne, mehr genetischen Egoismus und bei einigen weniger. Und Sie kennen ja sicherlich auch den tollen Alfred Adler, der so sagt, das Gemeinnützige und möglicherweise ja unabhängig von dem genetischen Bonoboismus, das gibt es auch bei den Menschen, das ist ein wichtiger Bestandteil des Lebens. Und ich würde sagen, auch wieder unterschiedliche Fragen. Also die Homo erectus-Gruppe war maximal gemeinnützig, denn der Bonobo-Mann zum Beispiel konnte durch seine gemeinnützigen Geschenke an alle nur so die größte Beliebtheit erzeugen und deswegen und Kooperation und liebevolles Miteinander. Körperkontakt erzeugt die höchste Gemeinwohlorientiertheit in der Gruppe. Und das ist, ich würde sagen, der Mensch ist eigentlich für Gemeinwohl konstruiert, aber darin leider immer noch genegoistisch. Ja, das klingt aber alles so ein bisschen sehr einfach und auch sehr kapitalistisch, finde ich. So eine Formel, wir wollen ja alle irgendwie auf Platz 1
der Gemeinwohlrangliste. Ich glaube, deswegen suchen Sie den wissenschaftlichen Fehler daran, denn die, also ich bin ja jetzt nun mal, als der ich mich früher mit marxistischer Sozialpsychologie beschäftigt habe, bin ja mittlerweile der Meinung, dass der marxistische, antikapitalistische oder kapitalismuskritische Ansatz genau da zum Beispiel einen seiner zentralen wissenschaftlichen Denkfehler hat. Also darin, dass Menschen immer schon Egoisten waren, es sind und es bleiben werden, meinen Sie? Ja, habe ich ja gerade schon gesagt. Also ich glaube, solange wir DNS sind, sind wir Egoisten. Das halte ich für ein sehr populistisches Statement. Es ist eine schöne Formel, aber das gehe ich nicht, möchte ich nicht mitgehen. Ich glaube, dieser Egoismus war evolutionär notwendig, aber ich glaube, er wird durch das Denken ohnehin konterkariert. Von daher, wir wissen doch noch gar nicht, wie sich die Menschen entwickeln werden. Und wir sehen ja allein jetzt schon durch unsere Entwicklung, dass wir überhaupt solche Systeme gebaut haben. Also wir sind uns einig, dass das Denken, zum Beispiel Meme, also wir sprechen ja mittlerweile, ich weiß nicht, ob Sie den Begriff Meme, Kognition schon mal gehört haben, Meme von Memory, verhaltensteuernde Gedächtnis, Gene, Meme. Gene, Meme. Und die beiden zusammen, psychologisch, das ist die moderne Psychologie, die biologische Psychologie, die also damit sagt, alles, was wir in der Psychologie überlegt haben und erforscht haben, packen wir einfach in das Wort Meme rein, einfach weil es so praktisch ist. Ja? Es ist einfach nur eine pragmatische Lösung. Ja? Und das heißt also, natürlich gibt es Menschen, die aufgrund bestimmter Meme sogar Kinder adoptieren, die fremde Gene tragen. Ja? Die Frage ist nur, wir können es auch erreichen, dass zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel eines Memträgers und dann sind wir uns vielleicht einig, dass wir das nicht in jeder Hinsicht, dass es sich auch nicht in die Masse umgreifen wird. Denken Sie an den Memträger, der fest überzeugt ist, dass er, wenn er hier jetzt hingeht und in der Universität Köln eine Bombe zündet, die 100 Menschen tötet, dass er dann fest überzeugt ist, weil er an dieses Meme glaubt, dass er dann, und nicht nur er, sondern auch seine gesamte Familie einen bevorzugten Platz in Allahs Paradies bekommen wird und dass er nicht nur die berühmten 70 Jungfrauen bekommt, sondern noch viel mehr Hunderte von Jungfrauen zur Verfügung bekommt, sozusagen, dass dieses Meme auch Verhalten steuert, aber dass nicht jede Variante des Memes, die von diesem gesunden, normalen Egoismus, nämlich auch die eigene körperliche Unversehrtheit zu schützen, indem ich mich nicht selber in die Luft sprenge, dass das so etwas wahrscheinlich niemals solche abweichenden Meme niemals Massenmehrheit werden können und werden. Also abweichende Meme wie den des Bombenlegers. Ja, da sind wir uns einig. Also ich glaube nicht, dass sich das in die Richtung entwickeln wird, eher in die gegenteilige. Und auch nicht alle Menschen das Meme entwickeln werden, dass ein Adoptivkind für sie genau das gleiche ist wie ein genetisch eigenes Kind. Dass alle Menschen nicht das Meme entwickeln können. Also das heißt, wir sind uns einig, dass es viele Menschen gibt, die sagen, Adoption ist für mich eine ganz tolle Geschichte. Aber wir sind uns einig, dass es immer wieder Menschen geben wird, die sagen, nein, für mich kommt Adoption nicht in Frage, für mich kommt nur ein genetisch eigenes Kind in Frage. Oder sehen Sie das anders? Sehen Sie es so, als könnte sich der Mensch aus der Evolution entkoppeln? Ich sehe das so, dass es möglicherweise so ist, möglicherweise, dass der Mensch das kann. Aber ob er das können wird, wissen wir noch nicht, weil wir uns überhaupt gar nicht in die Richtung bewegen, sondern wir haben ja immer noch dieses... Darf ich Ihnen gleich die Antwort sagen, weil wir in der Diskussion da an einem ganz wichtigen Punkt sind. Stellen Sie sich vor, also die Professoren sagen, stehen zwei Naturgesetze, die über uns stehen. Das eine kennen Sie, das Gravitationsgesetz. Wenn Sie sich jetzt neben die Bank setzen, plumpsen Sie runter, weil Sie sich gegenseitig anziehen. Gravitationsgesetz. Und das zweite Naturgesetz ist Mutation und Selektion. Das also betrachtet man mittlerweile als naturgesetzlich feststehend. Und das würde jetzt bedeuten, dass wenn sich ganz viele Leute jetzt entscheiden würden, lauter Adoptivkinder zu haben, dann würden diese Menschen, die genau diese Motivation haben, das zu können, dass sie Adoptivkinder sogar den eigenen Kindern vorziehen, diese würden alle aussterben und diese Gruppe derer, die bereit sind, Adoptivkinder anzunehmen, würde in 40 Jahren, wären alle diese Leute 50, 60 Jahren, alle weg aus der Erde,
wären wie die Dinosaurier ausgestanden, geschwunden und ihre Gene, die ihnen diese Möglichkeit eröffneten, auf eigene Gentransport zu verzichten, wären damit ausgestorben und übrig bleiben würden die, die darauf bestehen, dass ihre Kinder genetisch die eigenen sein müssen. Das ist Evolutionsbiologie. Das klingt für mich so ein bisschen so, als ob es gute Menschengene gäbe. Das halte ich für sehr fragwürdig. Nein, das wäre völlig ohne Wertung, sondern es ist einfach so, dass die Evolution bestimmte Programme nicht zulässt. Ja, aber der Mensch hat ja die Evolution schon dadurch besiegt, dass er eben nicht ewig der Schwerkraft oblag, sondern er hat ja ein Flugzeug gebaut und ist fliegen gegangen. Aber damit ist das Naturgesetz der Gravitation nicht widerlegt oder außer Kraft gesetzt, sondern er hat ja nur eine technische Möglichkeit gefunden, die Gravitation, also quasi mit Kenntnis der Gravitation trotzdem seinen Transport zu machen. Aber er hat nicht, Sie müssten jetzt sagen, dass wir Menschen es irgendwie schaffen könnten, dass zum Beispiel das Gesetz der Mutation und Selektion für diesen Baum jetzt und für andere außer Kraft gesetzt ist. Und da haben die Professoren nirgends ein Beispiel gefunden, dass das auch nur eine Sekunde, dieses universelle Gesetz von Mutation und Selektion, auch nur eine Sekunde außer Kraft gesetzt werden könnte. Naja, die Professoren suchen in der Natur nach Beispielen dafür, dass man die Natur sozusagen, dass man sich nicht entkoppeln kann von der. Ein Beispiel, dass man das eben doch kann, habe ich schon genannt, nämlich das Fliegen. Das heißt, der Mensch hat sozusagen eine Möglichkeit gefunden, nicht mehr von der Natur abhängig zu sein. Und ich glaube, das ist eben das, was viele Evolutionsbiologen nicht so ganz sehen, dass es eben so meiner Ansicht nach zwei Zeitrechnungen gibt. Einmal die Zeitrechnung der, wo der Mensch von der Natur unterlag, wobei unterlegen und gewinnen ist jetzt schon wieder so ein blödes Kapitalismus-Vokabular, aber dass es eben eine Zeitrechnung gab, wo der Mensch von der Natur abhängig war und jetzt, wo er es nicht mehr so ist, ist es natürlich weiterhin. Aber das, was Sie mit dem Fliegen genannt haben, wird in der Wissenschaft genannt unter Kapitel Werkzeuggebrauch. Das heißt, dass wenn ein Bonobo oder ein Schimpanse, jetzt der gemeine Schimpanse, der übrigens nicht so gemein orientiert ist, sondern gemein ist, also eher aggressiv, kriegerisch, gewalttätig, genozidal teilweise sein kann, dass wenn der einen Zweig nimmt und damit Ameisen fängt und die dann benutzt er, transformiert er auch, geht er auch über die Grenzen seines Körpers hinaus durch den Werkzeuggebrauch, so wie ich beim Fliegen über die Grenzen meines Körpers hinausgehe. Das widerstrebt aber oder widerspricht ihm überhaupt nicht dem Naturgesetz von Mutation und Selektion, denn dieses Meme, das er jetzt im Kopf hat, an dem greift ja die Selektion mit an. Das heißt, er wird seine Fortpflanzungswahrscheinlichkeit steigt durch diese Möglichkeit, zusätzliche Ameisenfutter als Futter zu gewinnen, steigt seine Fortpflanzungswahrscheinlichkeit und dadurch wird das Meme, das er in seinem Kopf hat, statistisch häufiger vererbt an seine Kinder sozusagen, und zwar, weil er das ihnen in der Gruppe unterrichtet. Ja? Also das Meme wird natürlich immer nur durch Pädagogik unterrichtet, durch Lehrertum. Ja? Aber die Wahrscheinlichkeit steigt, dass in der ganzen Gruppe das Meme von dem Zweig mit den Ameisen sich ausbreitet und dadurch diese Gruppe insgesamt stärker wird als eine andere Schimpansengruppe und so weiter. Also das heißt, dass hiermit wieder alle Kriterien von Mutation und Selektion und Evolution erfüllt sind. Also Nur das Denken ist halt, ich finde es für mich eine medientheoretisch ganz interessante Erfahrung. Who holds the mic, makes the decisions, what we are talking about, and when and who. Das ist allerdings eine Theorie, die davon ausgeht, dass Menschen nicht in der Lage sind, durch Denken sich ihrer evolutionären Grundbedingungen, wie zum Beispiel der Bedürfnisse, das, was ich für eine ganz wunderbare Theorie halte, also nicht diese Pyramide, sondern generell, dass der Mensch bedürfnisorientiert, also, ja. genau, eben nicht die Pyramide, aber das bedürfnistheoretische Denken. Ich glaube, der Mensch hat ja dadurch, dass er irgendwann mal, wie auch immer, in der Lage war zu denken und auch solche Sachen wie die Psychologie überhaupt zu erfinden, die Möglichkeit eben genau das einzusehen, ja, diese genetischen Vorbedingungen. Und wenn der Schimpanse dann darüber nachdenkt, ob es schlau ist, immer der Gemeinnützigste zu sein, dann wird er womöglich feststellen, dass andere das auch gerne mögen und dass dadurch eben ein riesiger Wettkampf entbrennt, durch den sich alle gegenseitig schaden. Und möglicherweise kommt er dann auf die Idee, hey, vielleicht wäre es ja ganz gut, wenn wir einfach so ein bisschen fair untereinander sind und alles aufteilen. Ja. Ja, und dann könnten wir ja vielleicht
darüber hinauswachsen. Das ist eben bei eben. Ja, und genau. Und das ist aber, deswegen ist ja dieses Gespräch so wichtig. Sie kennen vielleicht so Interviews im Internet, die gehen manchmal sehr lange, wo eben einfach wirklich auch mal tief über etwas nachgedacht wird, wozu man ja sonst nicht die Zeit hat. Ich will da, was ich sagen will jetzt oder als nächstes in die Diskussion werfen würden, sind Sie sich dessen bewusst, dass Sie damit eigentlich Charles Darwin und die gesamte Evolutionstheorie in Frage stellen damit? Ich finde nicht, dass ich die Evolutionstheorie damit in Frage stelle. Ich finde, ich füge ja einfach nur das nächste Level hinzu. Darwin war ja wirklich eine sehr rücksichtslose und eindimensionale Evolutionstheorie. Ja, alle wollen sich vermehren und darum geht's halt und so weiter. Ich glaube, dass der Mensch doch oder dass die Welt doch ein wenig komplexer ist, als sie auf so eine Formel runterzubrechen. Also wir haben eben gerade über Bedürfnisse gesprochen. Sie hatten über Bedürfnisse gesprochen. Jetzt sagen die Professoren, unsere Bedürfnisse sind durch unsere Sensorik 100%ig fixiert. Wir können zwar darüber philosophieren, wir können auch andere mit Memen füttern, dass sie auf bestimmte Sachen verzichten. Wir können auch andere mit Memen dazu bringen, dass sie auf eigene Kinder verzichten und lieber adoptieren und so weiter. Wir können alles Mögliche machen, aber unsere Bedürfnisse sind fixiert. Zum Beispiel, ein Tiger hat hormonelle Schwankungen. Zu manchen Zeiten findet er die Körperberührung hier auf der Haut, der Tigerhaut, sozusagen dem Tigerfell, durch ein Weibchen zum Beispiel, lustvoll und sucht danach, ja? Und sucht nach solchem. Aber zu anderen Zeiten, weil der Tiger wäre gestört, wenn er zu zweit leben würde. Der Tiger ist ein typischer Einzelgänger, der einen größeren Jagderfolg hat, wenn er immer alleine bleibt. Also hat er dann hormonelle Änderungen. Diese hormonellen Änderungen stellen die gesamte Haut anders ein, sodass ihm plötzlich Körperberührungen mit einem Weibchen unangenehm wären. Und er deswegen, also quasi durch das, was wir Bedürfnisse nennen, wird er 100%ig als genetische Maschinerie gesteuert hin zu dem, was nützlich ist. Manchmal zur Paarung hin zu den Weibchen, zum Jagen weg von den Weibchen. Und das ist naturwissenschaftlich, sind sozusagen feststehende Gewissheiten. Und jetzt sagen Sie aber, nein, der Mensch sollte sich quasi über diese Naturgesetzlichkeit, in der wir in einem Gefängnis sind, ja quasi, Professoren behaupten ja damit, wir stecken in einem Gefängnis, aus dem wir gar nicht raus können. Und Sie sagen jetzt, wir müssten das irgendwie transzendieren und eigentlich verlassen. Nicht wirklich verlassen, sondern erstmal erkennen, dass es dieses, weiß ich auch nicht, ob man das als Gefängnis ansehen sollte. Ich sage, und das ist so witzig, aber bei der Hälfte von dem, was Sie sagen, vergesse ich wieder, was ich sagen wollte. Und vorher habe ich ganz viel. Ich denke, dass Bedürfnisse je nach Erfahrung ausgeprägt sind. Ich denke auch, dass sie gleich sind. Ich weiß nicht, ob sich Bedürfnisse auch ändern oder wegfallen können. Und das andere habe ich eben die wirklichen Bedürfnisse eben nicht, denn zum Beispiel Ihre Zunge müsste ja geändert werden. Wir müssten jetzt Ihre Zunge umkonstruieren, damit sie nicht zum Beispiel auf die Falle, also die Zunge ist ja konstruiert genetisch und die Geschmacksknospen auf der Zunge sind dazu konstruiert, dass sie sich in der Natur eher süßen, reifen Früchten annähern. Und wenn sie die essen, darauf sind sie konstruiert. Ihr gesamter Stoffwechsel ist durch Mutation und Selektion darauf geeicht, mit diesen Früchten klarzukommen. Aber ihr Körper kommt überhaupt nicht damit klar, wenn sie ein Zuckerprodukt aus dem Supermarkt essen, das einen anderen Zucker hat, das aber die Papillen der Zunge ähnlich reizt wie die echte süße Frucht. Nur dass sie von dem einen werden sie überwichtig krank und entwickeln Fettleber und von dem anderen würden sie kerngesund leben. Und das zeigt eben, dass wir die Bedürfnisse nicht ändern können. Wir können nur die Produkte, die uns etwas vortäuschen, entwickeln, dass sie uns verführen, etwas Falsches zu essen. So wie wir bei Pavian gesehen haben, dass wenn die unsere Nahrung bekommen haben, alle sofort unsere Krankheiten bekommen haben. Also von daher, Bedürfnisse lassen sich nicht ändern. Aber lassen Sie uns zum Schluss, zur großen Schlussrunde, einfach jetzt mal feststellen, wo sind denn unsere Unterschiede?
Wo ist die Unterschiede zwischen diesen über 20 Professoren, die quasi sagen, wir müssen uns streng an die Naturgesetze halten und dürfen nicht träumen von anderen Welten, die nicht realisierbar sind, so wie dieser Sozialstaat für die gesamte Erde oder so, wo die Genegoismen vieler Menschen nicht mitgehen würden, ja? Arbeiten wir die Unterschiede aus? Wo sind die größten Unterschiede in unseren Denkmodellen? Das müssen Sie rausfinden. Also ich gucke eigentlich immer nach Gemeinsamkeiten und ja. Ich sehe, dass ich tue mich immer wahnsinnig schwer damit, irgendwelche Unterschiede. Also zum Beispiel die Professoren hätten jetzt Schwierigkeiten damit, zum Beispiel, wenn Sie sagen, wir wollen eine Vermögensobergrenze einführen, hätten Sie Angst davor, die Professoren hätten Angst davor, so schön der Gedanke ist, auf diese Weise die Schere kleiner zu machen. Die Professoren wollen auch langfristig eine Evolution auslösen, die die Schere zwischen Arm und Reich viel kleiner macht, weil gucken Sie sich beim Bonobo an, da gibt es keine Schere zwischen Arm und Reich, die groß auseinander ist. Als Beispiel zum Kapitalismus, das ist nett, aber das funktioniert nicht. Ich glaube, wir sind viel zu weit weg vom Bonobo, als es damit vergleichen zu können. Wir haben viele Gemeinsamkeiten, ja. Professor Franz de Waal sagt, wenn er den Bonobo beobachtet, hat er das Gefühl, einem Menschen ins Auge zu schauen. Ja, vielleicht sollte er mal wieder mehr Menschen ins Auge schauen, dann könnte er vielleicht die Menschen noch etwas besser verstehen. Sie erlauben mir den kleinen Spaß. Nein, beste Grüße an den Professor. Also ganz kurzer Hinweis, dazu. Also die Grundidee der Professoren ist, dass sie sich Sorge machen würden, ob der Genegoismus zum Beispiel erfolgreicher Unternehmer. Stellen Sie sich vor, wir hätten jetzt hier in Deutschland, haben wir ja leider nicht, einen Steve Jobs, der das Smartphone erfunden hat. Und wir hätten den jetzt hier in Deutschland gehabt als Unternehmer und wir setzen ihm jetzt eine Vermögensobergrenze und die USA setzt ihm diese Vermögensobergrenze nicht, dass er dann sagt, ich verlagere meine gesamte Produktionsstätte nach den USA. Ich mache alle deutschen Arbeitnehmer arbeitslos, weil Deutschland will mir mein Vermögen begrenzen und deswegen will damit meinen Genegoismus sozusagen begrenzen. Und deswegen wandere ich ab und da Deutschland, Westdeutschland keine Mauer gebaut hat und ich also fliehen kann, werde ich das tun. Ich nehme alle meine Arbeitsplätze mit, ich nehme all den Umsatz mit, ich nehme all die Steuerzahlungen, die ich vorher getätigt habe, mit und mache Deutschland ein riesiges Stück ärmer und ich mache die USA wesentlich reicher. Und dann sagen die Professoren, dann haben wir jetzt also dem gesamten Bürgern, der Deutschland schwersten Schaden zugefügt haben, weil wir die kompetenten Leute ins Ausland vertreiben. Denn viele vergessen, dass Deutschland eines der größten Auswanderungsländer ist. Wir haben ganz viele kompetente Leute, die Deutschland verlassen. Und dadurch würden wir Deutschland schwersten Schaden zufügen, da wir als Spitzenprofessoren das nicht tun dürfen, sondern Deutschland nutzen wollen. Wir wollen also das Gegenteil. Also verstehen Sie die Sorge der Professoren? Ich glaube aber, dass man das nicht national denken sollte, sondern global. Das funktioniert ja nur global, da haben Sie natürlich völlig recht, weil allein schon, weil die Angst der Menschen, oh, dann gehen ja die Reichen weg, was ich jetzt ein bisschen bestreiten würde, dass wirklich alle weggehen, sehr groß ist. Also zum Beispiel Götz Werner, Milliardär, der wäre auch für so eine Sache wie das bedingungslose Grundeinkommen. Er ist eine der wenigen Ausnahmen. Ja, das macht er nicht. Die Frage ist ja nicht, ob er eine der wenigen Ausnahmen ist. Es ist ja ein sehr statisches Denken, sondern die Frage ist doch, warum er einer der wenigen Ausnahmen ist. Es gibt ja zahlreiche Experimente. Sie kennen zum Beispiel das Stanford Prison Experiment oder solche Sachen. Warum, oder dieses mit dem Elektroschocks, Milgram-Experiment. Es gibt ja ganz wenige, die es machen. Und warum, was ist der Grund, dass diese Leute das machen? Das ist für mich eine viel entscheidendere Frage als die Frage, wie sehen denn die Prozentsätze aus? Weil durch diese Frage zu beantworten, warum sind die Menschen so, kann man überlegen, wie kann man die Bedingungen so machen, dass sich solche Menschen entwickeln? Weil entwickeln tun sie sich offenbar. Also das ist für mich als sehr abstrakten Ideologen keine relevante Kategorie. Aber ja, natürlich deutschlandweit würde das nicht funktionieren. Deshalb sollte man es vielleicht direkt global ins Spiel bringen. Und wie wollen Sie das gleich? Also wir haben das Problem, dass wir gerade jetzt dabei sind. Also unser Ziel ist ja, dass jetzt hier Greta Thunberg sitzt. Ja? Hier 30 Journalisten und wir jetzt quasi in einer gemeinsamen Pressekonferenz. Ja. Sozusagen vorstellen und dass Greta sagt, wir müssen einfach ab jetzt weltweit werden alle Fridays for Future Gruppierungen und alle sollten wir jetzt alle diskutieren darüber, ob der Ansatz der zweiten Scientists for Future für uns der große Durchbruch ist, weil er uns so viel Geld
zur Verfügung stellen wird für unsere Klimaziele. Frau Merkel steht jetzt auch schon hier dabei und verspricht mir Greta Thunberg gerade in die Hand hinein, dass 90% aller Gelder, die neu generiert werden durch die Reformen nach Entschädigung, denn wir müssen alle mitnehmen, wir dürfen niemanden mit Hass auf dieses Modell schauen lassen, sondern wir müssen alle mitnehmen und alle zufrieden sein lassen mit diesem Modell. Aber 90% ungefähr der eingesparten Gelder landen beim Klima. Also alles, was übrig bleibt, nachdem wir alle entschädigt haben, kommt direkt ins Klima und wir stellen sofort damit dann die ersten Kohlekraftwerke still und erreichen eure Klimaziele. Und das verspreche ich euch als Kanzlerin, dass wir das jetzt genau jetzt sofort, morgen fangen wir an, in den Ministerien die Reformen zu machen, die das Geld bringen. Und dieser konkrete Lösungsansatz und jetzt sozusagen, deswegen arbeite ich im Moment jetzt auf die Unterschiede zu, weil ich den Eindruck gewonnen habe, es wird mir nicht gelungen, Sie zu überzeugen von den Ideen, sondern wir halten die Unterschiede fest, dass wir halten Unterschiede fest, dass die Professoren jetzt sagen würden, die antikapitalistischen Konzepte, die ja gerade in Lausanne ein Riesenstreitthema bei Greta Thunberg waren. Greta Thunberg war gestern im Hambacher Forst und in Lausanne und so weiter. Vorher in Lausanne, jetzt gestern im Hambacher Forst. Leider habe ich sie dort verpasst. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich natürlich zum Interview hingefahren. Ja? Leider verpasst, weil sie jetzt direkt bei Köln war, was wir ja eigentlich erwarten, dass sie dort die Professoren trifft. Und dass eben dieser antikapitalistische Ansatz immer, wenn es dann ganz konkret wird und ganz konkret wird darauf hin, welche Auswirkungen das auf die Volkswirtschaft Deutschland hat und welche Schäden dadurch für die Volkswirtschaft Deutschland entstehen, dass dann irgendwie sozusagen die Sache nicht sehr greifbar wird, während die Professoren sagen, der Genegoismus ist da. Der ist unausrottbar da, weil er von der Evolution immer wieder hergestellt wird, weil alle aussterben, die diesem Genegoismus nicht folgen. Also immer wieder zentriert er sozusagen die Evolution mit ihrem Naturgesetz, Mutation und Selektion, alles wieder zurück auf den Genegoismus, sodass also Menschen nicht bereit sein werden, viel zu leisten, jetzt kommen wir zum vielleicht Knackpunkt des Ganzen, viel zu leisten, ohne dafür auch mehr zu bekommen als andere. Ich würde die Unterschiede gerne relativieren. Also ich bin gerne bereit, hier zu sagen, dass ich überhaupt gar keine Unterschiede sehe und dass ich das einen guten Ansatz finde. Also ich bin überhaupt gar kein Feind davon zu sagen, wir machen das jetzt erstmal über das System. Ich sag immer so, wir können doch danach noch überlegen, ob wir vielleicht noch kommunistischer werden können als die Gesundheitskommune des Hausarztes, in der die Menschen wieder anfangen, zusammenzuleben und wieder menschlicher zu werden und mitmenschlicher. Ja, absolut, absolut. Also ich würde deshalb nicht von Unterschieden sprechen, sondern ich würde sagen, das geht in die richtige Richtung. Und so ist Veränderung immer entstanden. Das ist kleine. Also das können wir uns fast schon auf etwas einigen, nämlich dass es vielleicht, dass der Weg der Professoren vielleicht ein guter erster Zwischenschritt sein könnte und dann sind wir ja immer noch offen, wir sind ja dann noch demokratischer als jetzt nach den Reformen und dass wir dann darüber diskutieren können, ob wir noch etwas verändern, grundlegender verändern wollen in der gesamten Gesellschaft und dann hätten wir ja fast so etwas wie eine Teileinigung. Wir haben sogar eine Teileinigung, wir haben sogar die absolute Einigung, also mein Okay dafür haben Sie. Ja, die Veränderung wird ja sowieso immer weitergehen. Also es wird niemals ja. sein, dass wir jetzt das und das. Ja, super, dann haben wir doch sowas wie ein Ergebnis, womit ich gar nicht gerechnet hätte.